Falsches Verhalten in den Bergen kann lebensgefährlich enden. Die unreflektierte Nachahmung kann zu starken Schmerzen bis hin zum Tod führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren alpinen Profi, die Experten in den Kommentaren oder aber auch Ihren Hausverstand. Achtung, Stein! Wow, Alter, wenn du da fliegst, bist du in 5 Sekunden unten. Und jetzt zeige ich euch was. Schaut's einmal. Leckarsch! Oh. Sehr geil. Sehr geil, Alter. Sehr geil. Ui. Sehr cool. Servus Leute, cooler Grat da hinten, oder? Freiwandgrat nennen sie die ganze Geschichte. Das ist der Grat vom Fiegerhorn bis zum Fanodkogel, kurz vor der Stüdelhütte. Extrem großes Abenteuer, kein einziges Stormandel drinnen, keine Beschreibung gehabt. Richtig coole Geschichte. In dieses Abenteuer sind wir heute gestartet. Der Lindi ist dabei, der Markus ist dabei. Das seht ihr jetzt da vorne und meine Wenigkeit. Und für uns geht es jetzt dann runter zur Stüdelhütten. Die Tour zeigen wir euch einmal ein bisschen anders dokumentiert wie sonst. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Und bevor ich es vergiss, lasst gleich mal einen Daumen nach oben da, weil der Typ, der hat 18 Schrauben im Rücken und hat sich über den Grat umgekämpft. Richtig zache Geschichte. Und Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wie es nachher nämlich im nächsten Video weitergeht. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, Lindi, erzähl uns, was tun wir? Wir sind aufgestanden, 1 Uhr, Tagwache, 2 Stunden Schlaf. Franz, gewaltig. Werner, gewaltig. Schau, die gehen drauf und fort gehauen. Wir fahren jetzt weg, 55,05. Mühlbach am Hochkönig, eine ins Nabe. Hier werden sie geholfen. Jetzt geht es nach Karl zum Großglockner und. Dann schauen wir, wie viel das der menschliche Körper zu leisten imstande ist und wie viel das wir aushalten. Alter, bist du deppert. Ja. Fuck! Gewaltig! Ah. Finale Vorbereitung. Jawohl! Das Coolste ist, da haben wir noch einen gefunden. Morgen! Markus kommt auch wieder mit. Der hat erfahren, dass es da eine Mördertour gibt. So, wärm dich auf, zeig einmal deine besten Tipps. Hey! Oh! Let's go! Nein, ja. Aber es ist schon gute Luft da. Ja, gute Luft ist. Ja. Warte mal. Das gibt einem die gewisse Brise. Das ist mein extra. Wuhu! Mörder! So gut getimt. Voll genial. Sau gut. Yes! Der Kerl, jetzt sind wir geil. Okay. Yes! Sehr schön, sehr nice. Der Kerl vom Fiegerhorn, let the adventure begin. Gell? Er scheißt sich schon wieder in die Hosen, zu Recht. Jetzt geht es über den verdammten Krater um und wir haben keine Ahnung, wie der so ist. Oder? Ist wie ein Tag haben, nur anders. Ja, ja. Ist so. Aber wenn der Lindi dabei ist, der Markus dabei ist, ja, dann kann eh nichts mehr schief gehen. Gell?
Wird schon hinhauen. Ja, genau. Wird schon gut gehen. Wird schon passen erst. Das kann noch gar nicht mehr ein Foto machen. Seht ihr mal. Jetzt? Ja. Kann man passen. Ja, muss ja wahrscheinlich auch auf der Kamera mal sein. Wenn man nicht den Glockner fotografiert, das kannst du auch vergessen. Also jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Ich gehe von einem Felsabbruch aus. Dabei geht's noch weiter. Nicht mehr lang, dann bricht's runter. Jo, also da ist jetzt definitiv Ende im Gelände. Als Absturzgelände und da bricht es einfach runter. Darum müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Voll zum Aufpassen. Die berühmt-berüchtigte Weberknecht-Technik. Spider-Man. Traumhaft. Erledigt. Dein Kommentar super. Zu dem Übergang. Ja. Schlamm halten und die eigene Pisse draußen in der Wüste. Also nicht nur ich entledige mir meine Flüssigkeiten. Da drüben ist auch noch so einer. Der macht genau das Gleiche. Es ist einfach ein Traum, gell? Linde, es ist ein Traum, wenn du da so im Anblick vom Großglockner so ein bisschen in die Natur ludeln kannst, oder? Ich möchte nur meine große weite Welt sehen. Ja, ist ein Traum, gell? Anschütteln nicht vergessen, sehr schön. Ja, also da sieht man jetzt hinter mir den Felsabbruch, wo wir umgedreht haben. Da wäre es wirklich nicht runtergegangen. Und auch die schwach ausgeprägten Rinnen sind eigentlich keine Option, dass man da runterkommt. Wir sind dann, wie gesagt, den ganzen Rücken noch vorgegangen. Und dann hat es dann mittlerweile das Tal wieder retour. Yes! Jetzt sind wir am Grat und ab jetzt ist die Sonne durchgehend Wegbegleiter. Jawohl, kurze Pause da, oder? Sehr schön, ihr habt es gehört, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter. Oh, jetzt sieht man den Gratverlauf ein, voll schön, sehr spektakulär. Nice! Sehr nice! Die Weißentscheidung haben wir umgeschaut. Bergheil. Bergheil. Super sauber. Ist halt eingeschenkt. Eingeschenkt da von da drüben. Vom Fliegerhorn kommen wir her und ursprünglich da vom Parkplatz. Da unten. Ganz am Berg umrundet, auf, oben wieder umrundet, auf. Und jetzt sind wir da. Gewaltig. Mörder-episch. Ja, Lindy, dein erster Eindruck vom Grat? Ja, Gegelände, was wir dann hinter der Spitze erwarten, das wissen wir noch nicht so genau. Darum gehen wir vier und schauen uns das an, weil wir sind die Abenteurer, gell? Genau, wir sind Abenteurer. Und wir müssen aber sagen, es ist eigentlich ganz fesch, weil wir haben einen Glockner vor uns, wir haben zwei Gletscher vor uns und wir haben ein super schönes Tagerl. Und von dem her, was soll eigentlich schief gehen? Ja. Ne? Jo, also wir sind da jetzt auf dem, wer ist der, Freibahnspitz oder so irgendwie? Oh, Freibahnspitz. Ja. Schon wieder Freibahnspitz und der ist auch ähnlich spitzig und wild wie der Freibahnspitz, wo wir zwar oben waren. Weil da rauf ist zwar jetzt echt einfach gewesen, aber da sieht man, glaube ich, wie es runterpfeift. Und drum
ist die Kamera am Hörmum und jetzt beginnt der richtige Spaß. Wir haben ja gesagt, wir wissen nicht, auf was wir uns einlassen, gell? Aber jetzt sind wir schon da, jetzt schauen wir es uns an, weil wir sind ja Abenteurer. Also in dem Sinn, gehen wir los. Draußen ist es bitter kalt. Wir sind mit der kurzen T-Shirt da. Ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Entweder wir kriegen da oben, oder dann sind wir voll ausgesetzt im Absturzgelände. Und da drüben, glaube ich, ist sogar so eine kleine Steigspur. Ja, ja, dafür da so umquer. Ja, da so, ja. Ja, das ist einfach da oben, ja, genau. Da ist der Blattdruck. Ups, Entschuldigung, liebe Zuschauer. Der ist mir ausgekommen. Das macht die Höhenluft. Das ist genau mein Wetter, das Schoder. Schoderpulver. Passt das für dich, Lindy? Das passt, dann mache ich Schlusslicht. Jawohl. Nein, 20 Minuten, weil der ist ein instabiler. Genau, dann kannst du mich aufhalten. Achtung, Stein! Wow, Alter, wenn du da fliegst, bist du in 5 Sekunden unten. Ich freue mich gar auf Abstieg. Ja. Wenn wir irgendwas hernehmen sollen, gell? Nur dass wir nochmal drüber geredet haben, für irgendwas, und wenn es nur so sinnlos wäre, wenn sie wäre sicher, viel sicherer. Die Zeit haben wir und fertig. Dann ist aber schlecht, wenn ich vorgehe, oder? Ja, du hast das Seil. Jetzt mal so rein. Du hast nicht richtig erkannt, denke ich, oder? Ich sehe schon ein paar Möglichkeiten da oben. Das Absichern ist einfach das Problem, weil es so brüchig ist. Ich gehe jetzt da oben, wo ich bin, und zeige euch mal die Linie, die ich vorhätte. Dann schaue ich, dass ich da eine Schlinge rein tue und da unten bei dem Stein auch. Da geht gar nichts, aber das ist wurscht. Das ist wurscht, weil ich hab da nachher potenziell was und da habe ich auch potenziell was und da ist nachher eigentlich die Gefahrenzone eh schon aus. Ich hätte vor, dass ich jetzt einmal zu dem großen Felsen, was ich vorher schon angesprochen habe, aber schau. Ich fühle mich eh sicher im Gelände. Ja, der ist schon fest, das passt. Der tut auch. Ja, das ist eine schöne Linie. Da geht's super. Hä? Der Zug ist super, ja. Und da geht. Da, Markus, du hast eh zugeschaut, wie, gell? Ja. Ist der schon fest? Nein, also zum für einen Bahnschling reicht's nicht. Das heißt, du hast sie mit. Ja, ich schau, ob ich da nachher was finde. Also da muss ich was finden, sonst nehme ich das Köpfchen da vorne. Das müsst ihr halt dann echt voll aufpassen. Ich gehe wieder, Lindy, gell? Ich gehe wieder. Ja. Es ist schön gestuft, aber voll zum Aufpassen. Aber wenn du da oben kommst, dann bist du an und für sich aus dem Schneider. Also ich habe jetzt einmal eine Zwischensicherung drei, aber die habe ich im Fall von einem Sturz nicht. Aber es ist ein Keil einmal drinnen, dann seht ihr, wie das Seil halt verläuft. Also die untere Zwischensicherung müssen wir halten. Linde, ich hab Stand. Ja, kannst du das Seil einmal freigeben? Es ist extrem eine ungute Stelle da oben. Das Problem ist an der Stelle, dass das alles so brüchig ist, dass man da de facto gar keine Zwischensicherung legen hat können. Der Keil, der hoppt ganz gut. Und dann habe ich da ein Köpfe und der Stand habe ich zwei Bahnschlinger. Eine von da und eine oben. Zwei Bahnschlinger. Ja, genau.
Aber es ist schon sehr alpin angesichert da. Ja, es geht. Aber der Stand hält gut. Der eine, der heraus hängt, den nimmst du bitte mit, gell? Stehst du einmal gut? Ja, dann hänge ich mich da wieder um. Genau, super. Dann magst du schon mal herkommen. Du bist draußen, oder? Oder du kannst überhaupt aushängen, weil noch ein Hund in Linde. Häng dich du einmal aus, Markus. Ja. Und mach den Achter auf, auch wenn es geht. Weil dann hole ich den Linde direkt und das ist dann echt safe. Wie weit zu den Klettern kannst. Ja, mei. Das möchte man gehen. Ja, gern. Voll gern, Linde. Also mindestens ein bisschen wieder reinkommen. Ja. Dann schauen wir, ob du den Keil befreien kannst. Von unten habe ich einen Affe. Ja, also da hinten runter, das war eine gute Möglichkeit, einmal so zum Sichern. Der Kerl hat extrem gut gehalten. Bei mir ist es schon zweimal der Fall gewesen, also hier sind wir auch, dass der Kerl, dass der so gut gehalten hat. Und das war zweimal bei einer Hochtour. Und mit einem Pickel kannst du den Keil wirklich gut retten, weil der so einen Breiten hat vorn, dass du ihm gut reinkommst und dass du ihn gut retten kannst. Ja, wir sind jetzt wieder am Grat und schauen dem, wie es weitergeht. Ob wir Seil noch einmal brauchen, benutzen oder ob das jetzt ein einfacher ist. Da ist mein Grat. Ich finde das einfach gewaltig. Das ist überhaupt nicht brüchig. Kompakter Althoberfels, wie er im Lehrbuch steht. Und jetzt zeige ich euch was. Schaut einmal. Leckarsch! Wuhu! Alter, da pfeift's alle. Also, ich weiß schon, warum das die Tour nicht so sehr oft begangen wird. Wichtig ist, dass er gerade ist. Und die Garde haben wir. Yes, Alter! Und wie geht's über den nächsten Spitz? Das ist echt. Das ist wie drüben. Das war schon gut, dass ich da gestern gesagt habe, vom Fliegerhorn weg, das ist kein Spaziergang. Ich habe gestern zu meiner Freundin gesagt, boah, das morgen. Es freut mich überhaupt nicht. Das wird sicher nicht so ein unnötiger, grauslicher Hatscher. Also rechts geht's nicht vorbei. Das heißt, wir müssen links. Dreh dich mal um. Na, Linde! Andere Richtung! Upsi! Mama, brauchst du dir keine Sorgen machen. Mama war ganz safe, der Stor war kompakt, der Althuber war kompakt. Du! Brauchst nicht schwitzen, weil ich schwitze. Da geht's eigentlich ganz gut runter bei mir. Der erste und der zweite Schritt sind gut gegangen. Der auch. Und der Bratschen da hopp, auch dabei noch. Und schon sind wir da herunter. Der hebt so. Ja, bei mir hat er gehalten. Und jetzt da einen Schluff runter und noch einen Nummer zu mir. Genau. Gewaltig! Sehr gut! Markus, wie viel Kilo hast du? Jetzt 93. Also Leute, mit 93 Kilo kommt man da locker durch. Linde, du schaffst das auch. Du ja, hast 25 locker. Ja. Aus einem Nasser. 25 Kilo aus einem Nasser. 25 aus einem Nasser. Komm runter da, Weberknecht!
alles so Weberknecht geben sie. Mir recht ist es recht. Was halt? Alles. Alles halt. Alles hält. Jetzt haben wir nicht aushalten. Deine 25 Kilo halt alles. Aber die hast du eh nur, wenn du dich angesagt hast. Okay. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist er leichter. Er stolziert runter wie ein Berglöwe. Ja, Mörder. Dieser Lindy, so einen Grat hat er noch nie gesehen. Das Stüdelgrat ist ein Lerchel, schaust dagegen. Ja, jetzt war wieder mal ein bisschen ein Gehgelände. Und jetzt bricht es wieder runter. Gewaltig runter sogar. Entweder da oben oder wir schauen da um. Nervenkitzel, Nervenkitzel. Concentration is my vibration. Sauber, macht ihr das? Sauber. Sehr gut. Ja, da ist jetzt ein bisschen abschüssig da oben, aber es hat schöne Griffel. Bravo, Bur. Gewaltig. Heiß ist es erst dran. Ist nicht was? Ja, voll heiß. Zieh ich mich gleich aus. Also, das ist immer so eine Sache, gell? Da sind viele so Abbrüche und die muss man immer irgendwie umgehen an einer geeigneten Stelle. Weil alles Absturzgelände extrem brüchig. Ja, und dann hoffe ich, dass sich das da vorne gleich gut auflöst. Helm auf den Kopf und schauen wir, ob das geht. Da bricht es halt echt Mörder runter. Wahrscheinlich wieder da unten umgehen. Schauen wir mal. Na, da müssen wir in die Flanken und dann raus. Aber von der Hecht her verlieren wir nicht viel. Und jetzt schauen wir mal da her, da hin, wo wir hergekommen sind. Ja,
Weil auf so einen Fels habe ich die ganze Zeit gewartet. Sagenhaft. Ist da wer drin? Gletschergams. Kann man es der schön auf wie eigentlich da, wenn du drüben irgendwie umkommst. Du siehst zwar nicht, wo du hinsteigst. Oh, es schaut nicht schlecht aus, was du hast. Aber. Also intelligente ist was anderes. Aber gegangen ist es auch. Und jetzt kann ich da runter. Grüß Gott, Jay. Grüß Gott. Jawohl. Gewaltig. Da vorne ist der Fahrrad Kogel. Fahrrad Kogel und da vorne unser Ziel, die Stüdelhüttner. Da werden wir wohl auch noch gesund und heil umkommen. Ja, ich bin mit Lindy da. Du Gelässer! Ja, ich bin mit Lindy da. Also, ich will was anderes machen. Episch. Da vorne ist Abklettern undenkbar. Wir sind das rechts umgegangen, dann vorbeigekommen und jetzt sind wir wieder am richtigen Weg. Es ist jetzt nicht mehr weit. Ein bisschen ausgesetzter Grad noch vier zum Fahrrad Kogel. Da sieht man schon Leute. Das heißt, wir sind bald in der Zivilisation. Da vorne ist die Stüdelhütte. Auf geht's. Der Felsen ist so gelassen, gell? Ja. Das ist echt der Wahnsinn, ey. Du hast so viel Grip. Ah, mega. Mega. Also auch der Freiwand gerade hat es richtig in sich gehabt. 5,5 Kilometer am Grat. Und jetzt sind wir in der Zivilisation angekommen. Oh. Sehr geil. Sehr geil, Alter. Sehr geil. Voll geil. 5 Stunden. Ja, wurscht. Voll geil. Da über die ganzen Tutner. Da vorne sind wir her. Sag's euch, das ist wirklich was. Da brauchst du eine große alpine Erfahrung.
dass du das Risiko auch richtig einschätzen kannst. Was darf ich nicht, wo geht's weiter. Kein einziges Sturmhandel, nur auf einer Freiwandspitze oben gewesen. Jawohl, sehr gut, sehr geil. Jawohl, cool. Sau geil. Jawohl. Ah. Jetzt werden wir da mal ein bisschen chillen, gell? Bevor wir da reingehen zu hitten. Hätte ich gesagt. Jetzt lassen wir uns mal eine Brillhasen aufliefern. Ja, also ich habe es ja eingangs eher erwähnt. Die Linde hat extreme Schmerzen. Wir sind jetzt im Wald bei der Stühlhütte unten. Ich werde mal schauen, ich werde fragen, ob er was sagen will in die Kamera. Und wenn ja, dann sollte ich einmal ein bisschen was sagen. Also wir sind jetzt mittlerweile am Ende des Videos angekommen. Freiwandgrat, also der Karlser Freiwandgrat. Ja, was sollte ich dazu sagen? Ja, ist bei uns nicht schwieriger als zweiter Schwierigkeitsgrad geworden. Aber ja, du brauchst extrem große alpine Erfahrung, dass du da sicher durchfindest. Es ist ewig lang, ziemlich brüchig. Wegfindung, ja, heikles Thema, kann ich euch keine Tipps geben. Schaut selber, wie es da am gescheitesten durchkommt, durchfindet. Also das ist definitiv einfach ein riesengroßes Abenteuer. Was mich freuen würde, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, unterstützt den Kanal, aktiviert die graue Glocke. 70% meiner Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Warum? Keine Ahnung. Und ganz wichtig, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Bergheil, bleibt geil.